Seit vielen Jahren begleite ich Führungskräfte durch unterschiedlichste Aufgabenfelder. Und alle Inhalte und Übungen, die ich Ihnen hier zeige, sind direkt in der Praxis erwachsen. Der Parcours heißt Eigene Hochleistung in Balance. Weil viele Führungsverantwortliche unglaublich unter Druck und Stress stehen und zumeist für andere sorgen. Oft sind sie eingebettet in ein vielfältiges Netz von Menschen, die von ihnen etwas brauchen. Ansprechpartner, die Bedürfnisse an sie haben, Ziele an sie richten, Erwartungen haben. Und in diesem anspruchsvollen Feld gilt es, sich selbst dabei nicht zu vergessen und immer wieder auf die eigene Balance zu schauen, auf das eigene Kräfteverhältnis, auf das man zurückgreifen kann. So beginnt der Parcours mit der Stufe 1, die achtsame Selbststeuerung. Sie lernen dabei, ganz differenziert auf sich selber zu achten und mit viel Fürsorge durch den Tag zu schreiten. In der nächsten Stufe kommt die bewusste Beziehungsgestaltung in den Fokus. Wie können Sie all das, was Sie für sich selbst anwenden, auch in Ihr Team transportieren oder zu Ihren Kollegen, zu Ihren Vorgesetzten, zu Ihren Kunden? Wenn Sie den Eindruck haben, dass Sie Ihre Perspektive genügend untersucht haben, dann wechseln Sie nun auf den Stuhl des Gegenübers. Sie schlüpfen in die Du-Perspektive hinein. In der dritten Stufe schauen wir auf Konsequenz in Entscheidung und Umsetzung. Alle drei Inhalte greifen eng zusammen und verzahnen sich. Sie werden merken, wie es systematisch aufeinander aufbaut. Geben Sie sich an dieser Stelle Raum zum Träumen. Aber nicht, um sich eine rosarote Welt zu bauen. Nein, so geht es nicht. Sondern schauen Sie realistisch nach vorne. Was möchten Sie mit Ihrer kostbaren Lebenszeit anfangen? Wohin möchten Sie Ihr Leben entwickeln? Der Parcours umfasst 12 Stufen, die Sie im besten Fall nacheinander durchlaufen. Und in der Mitte von dem Parcours sehen Sie schon, da steht Haltung, Empathie, Ressource, Zeuge. All die Inhalte verknüpfen sich mit einem gezielten Bewusstseinstraining. Wir sprechen über Aufmerksamkeit, Achtsamkeit. Schenken Sie sich immer wieder Auszeiten, um sich selbst fein zu justieren. Was heißt das? Ich bin wach und präsent hier im Augenblick und schaue offen, oft auch nüchtern, sehr präzise und möglichst wertfrei auf Zusammenhänge. Schritt für Schritt werden Sie diesen Parcours durchlaufen und werden mit diesen Handwerkszeugen immer vertrauter werden. Mein Wunsch ist, dass Sie vieles sofort in Ihren Alltag übernehmen, dass Sie es mit sich selbst ausprobieren und natürlich auch mit Bekannten, mit Freunden, mit Kollegen, mit Mitarbeitern und mit der Familie darüber sprechen. In dem Moment, wo ich etwas ausprobiere, dann wird es lebendig und dann gehört es mir selber. Glauben Sie nichts, sondern probieren Sie alles aus. Überprüfen Sie es im Alltag. Und das, was tragfähig ist, das nehmen Sie mit und wenden Sie es ständig an. Übung können Sie wie bekannt einfach ein Schreibbrett machen oder auch im dreidimensionalen Raum ausnehmen. Es heißt, beständig ist nur der Wandel. Ich möchte hinzufügen, gerade im Wandel braucht es hohe Beständigkeit. Also geben Sie sich die Erlaubnis, auf Ihre eigene Tragfähigkeit zu achten, dass Sie und Ihr Team fest und stabil werden, um dann mit vollem Elan ganz und gar für Ihren Kunden da zu sein. Da ist so ein enges Verhältnis zwischen unserem eigenen Standing und all dem, was wir täglich wirklich leisten können. Und auch wenn die Wellen hochschlagen, Sie haben einen festen Anker in sich selbst. Der erste Parcours heißt Eigene Hochleistung in Balance. Der zweite Parcours, gelungene Zusammenarbeit in Zeiten ständiger Veränderung. Nehmen Sie sich also Zeit für sich selbst. Schenken Sie sich Raum für eigene Reflexionen. Ich werde Sie darin begleiten und ich wünsche Ihnen viel Freude dabei. Und vor allem auch viel Witz und Biss und Sportsgeist, dass Sie an der Sache dranbleiben. Wer sich ehrlich einlässt, wird reiche Ernte erwarten.